Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu ein paar Runden Call of Duty Modern Warfare. Heute möchte ich euch kurz ein paar Worte zu meiner bevorzugten Methode erzählen, wie ich meine Waffenkamos freispiele. Am Ende des Videos fasse ich dann alles nochmal zusammen und ja, nicht wundern, das Video besteht aus drei Runden. Shipment, eigentlich vier, aber die vierte, das waren praktisch nur noch die letzten drei Kills, die ich zu erledigen hatte, ohne zu sterben. Also war eine relativ kurze Runde für mich. Ja, bitte auch nicht wundern, wenn ich ab und zu mal Semtex durch die Gegend feuere. Ich hatte nämlich noch die Mission, effektive Ausstattung zu erledigen und dort die Aufgabe, erreichen Sie 25 Semtex-Abschüsse. Im Anschluss daran gleich noch die Aufgabe, stellen Sie 2500 Gesundheit mit Stim wieder her. Also, wie gesagt, nicht wundern. Ihr seht schon, ich versuche so viel wie möglich halt zu kombinieren, um Zeit zu sparen, und das würde ich euch halt auch gern empfehlen. Aber dazu später, fangen wir erstmal von vorne an. Mein Vorschlag ist es, levelt erst die Waffen auf ihr Maximum. Nebenbei erledigt ihr ja immerhin schon mit einige Freischaltungen. Und dann, wenn ihr die Waffe auf dem Maximum habt und alle Tarnungskategorien freigeschaltet habt, dann könnt ihr dort versuchen, so viele wie möglich davon zu kombinieren. Sprich, die Anzahl der Tötungen, die generellen Anzahl der Tötungen, die ihr immer machen müsst, für die erste Kategorie könnt ihr kombinieren mit Tötungen ohne Waffenaufsätze, mit allen Waffenaufsätzen. Das könnt ihr wieder kombinieren mit Doppelkills, mit Fernkampfkills und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Das jedenfalls versuche ich selber immer zu tun, um einfach so viel kostbare Zeit wie möglich zu sparen, denn Zeit ist hier wirklich ein kostbares Gut und wir werden auch noch sehen, warum das so ist. Behaltet auch die jeweiligen Waffenkategorien, die jeweiligen Waffentarnungskategorien im Blick, damit ihr nicht mehr Arbeit reinsteckt als unbedingt nötig. Sprich, habt ihr zum Beispiel alle Kills ohne Waffenaufsätze erledigt, dann haut sofort wieder alle Waffenaufsätze drauf, um damit die nächste Kategorie komplett freizuspielen. So, kommen wir nun zu dem Ort, an dem das Ganze passiert, und zwar auf Shipment. Shipment ist ideal für alles eigentlich, außer für Abschüsse auf große Distanz, aber die kann man auch noch gut und schnell woanders erledigen. Ansonsten ist Shipment der ideale Platz. Also wenn Shipment verfügbar ist, 24/7, dann rennt dort rein wie die Geistesgestörte und versucht dort so viel wie möglich freizuschalten. Ihr könnt dort die ganzen generellen Feindabschüsse erledigen. Feindabschüsse mit und ohne aller Waffenaufsätze. Abschüsse geduckt, Kopftreffer, Abschüsse aufgestützt. Und das war auch der Grund, warum ich in Shipment überhaupt reingegangen bin. Dort kann man so leicht Kills mit aufgestützter Waffe erledigen, wie sonst nirgendwo. Also du hängst auf einer großen Map und wartest da jemand, dass jemand um die Ecke kommt mit deiner aufgestützten Waffe, ihn dann abknallen kannst. In Shipment passiert das praktisch von selbst. Natürlich werdet ihr dort auch relativ regelmäßig schnell gekillt bei sowas, aber für mich ist es einfach die schnellste Art und Weise, dort Kills mit aufgestützter Waffe zu machen. Und das würde ich euch halt auch sehr empfehlen. Lohnt sich, echt. So, warum mache ich das eigentlich, das Ganze? Ja, ich möchte natürlich, wenn möglich, auf jeder Waffe Gold. Habt ihr auf jeder Waffe Gold, dann habt ihr Platin. Und wenn ihr Platin habt, dann habt ihr Damaskus. Aber jetzt kommt's. Gold erhält man natürlich relativ leicht. Relativ ist natürlich wieder so eine gefühlte Sache, ja. Der eine findet es leicht, der andere schwer. Platin bekommt ihr, wenn ihr in jeder Waffenkategorie alle Waffen auf Gold habt. Bekommt ihr automatisch für diese Waffenkategorie Platin. Und Damaskus bekommt ihr für alle Waffen, automatisch für alle Waffen, wenn ihr für alle Waffen Platin habt. Um für alle Waffen Platin zu haben, müsst ihr natürlich für alle Waffen Gold freigespielt haben. Aber keine Angst, es sind ja nur so um die 3700 Skins, die ihr dort freispielen müsst. Ja, hört sich viel an, ist es auch, aber vieles macht ihr ja, wie gesagt, schon mit nebenbei. So, und dann kommen wir auch gleich mal kurz zu einer kleinen Rechnung. Gut, konzentrieren wir uns mal Gold auf allen Waffen. Ich lese das mal jetzt ein bisschen ab. Ich habe da keinen Bock drauf, das auswendig zu lernen. Gut, Primärwaffen sozusagen. Haben wir 9 Sturmgewehre, 6 MPs, 4 Schrotflinten, 5 LMGs,
3 DMRs, 3 Sniper, eine Nahkampfwaffe sind insgesamt 31 Waffen. Sekundärwaffen: 5 Handfeuerwaffen, 4 Werfer und eine Nahkampfwaffe. Pro Waffe haben wir 10 Tarnungskategorien. A9 Tarnungen macht 90 Tarnungen. Die erste Tarnung bekommt ihr ja sowieso immer automatisch mit, wenn ihr die Waffe auf den jeweiligen Level bringt. Das sind 41 Waffen insgesamt. Mal 90 Tarnungen sind sind genau 3690 Tarnungen, also rund 3700 Tarnungen, um alle Waffen auf Gold zu spielen. Wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr aber auch automatisch Platin und damit automatisch Damaskus. So, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verzählt oder verrechnet habe. Und dass die Zahlen insoweit stimmen. Auf jeden Fall sind sie aber ein guter Richtwert, eine Richtung, in die es geht, damit ihr wisst, auf was ihr euch einstellen müsst, beziehungsweise was da auf euch zukommt, wenn ihr Damaskus haben wollt. Viel, viel Arbeit, aber nicht unmöglich zu erreichen. Am Anfang des Videos habt ihr ja kurz gesehen, in diesem kurzen Abriss, wie schnell doch die Camos reinflattern, wenn man auf Shipment unterwegs ist und auch relativ koordiniert und kombiniert an die Sache herangeht. Ich denke, es ist zu schaffen. Wichtig ist halt, dass man wirklich versucht zu kombinieren, Dinge zu kombinieren, um so viel Zeit wie möglich zu sparen. 3700 Tarnungen sind schon eine Menge Holz. So, das war's von mir. Am Ende kurz nochmal die Zahlen zusammengefasst. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Danke für eventuelle Likes, Comments und so weiter. Vielleicht noch ein paar Abos. Ich weiß es nicht. Okay, ich danke euch auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüssi. Ach so, ja. Sollte ich mich irgendwo verrechnet haben? Sollte ich irgendwas falsch gesehen haben? Oder habt ihr vielleicht eine bessere Methode? Dann haut mir einen Kommentar rein. Würde mich riesig, riesig freuen. So, aber jetzt bin ich wirklich raus. Euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüssi.